Hallo meine Lieben. Ja, heute hatte ich wieder den Impuls, das war eigentlich von Anfang an nach dem Aufwachen heute schon da. Eine Botschaft möchte durchkommen und zwar geht es in diesem Channeling hauptsächlich um das Kollektiv der Seelenpartner und hier eigentlich um, ja, ich verwende das Wort mal um die Gefühlsklärer, denn die geistige Welt äußert sich heute sehr. Ja, ich möchte fast sagen, ausführlich und sehr konkret zur im Moment im Kollektiv stattfindenden Herzöffnung und warum das einfach bei manchen Menschen länger dauert als bei anderen. Und vor allem auch, und das fand ich fast die wichtigste Botschaft, wir bekommen mehr oder weniger zugesagt, dass die geistige Welt in den kommenden Monaten sehr energisch hier im Kollektiv eingreifen wird. Und das war so ein schöner Ausdruck, der ist mir im Kopf geblieben, nicht nur eine Herzöffnung, sondern eine Herzsprengung zu erzielen. Denn die geistige Welt geht auch darauf ein, dass wir im Moment wirklich eine sehr herausfordernde Zeit erleben im Kollektiv, dass dies aber nötig ist, und das ist eigentlich so die zentrale Message, die Menschen, die bis jetzt noch sehr im Verstand sind, aus dem Verstand in ihr Herz zu führen. Und auch wenn du jetzt vielleicht auf der Loslasserseite stehst in deinem Seelenpartnerprozess, bekommst du wertvolle Hinweise, denn auch für die Loslasser ist es im Moment nicht einfach. Und da geht die geistige Welt in diesem Channeling auch sehr ausführlich darauf ein, warum es auch für die Loslasser nicht einfach ist gerade, ja? Also man könnte sagen, es ist eine gechannelte Botschaft zu den Herausforderungen im Kollektiv der Seelenpartner jetzt in diesem Sommer. Und ich fand es sehr, sehr präzise eigentlich, welche Botschaften wir da empfangen durften. Ja, meine Lieben, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dir das Channeling anhören möchtest. Ich gebe noch wie immer den kurzen Hinweis dazu, dass es ganz wichtig ist, dass du dir diese Botschaften nicht unbedingt nebenbei beim Autofahren oder irgendwo jetzt wirklich in Action anhörst. Es wäre sehr, sehr förderlich, ja, wenn du dich vor dem Anhören des Channelings in eine kurze Meditation begibst, ja, paar Mal tief durchatmest, Fremdenergien loslässt, ja, dass du wirklich sehr, sehr entspannt bist, um diese Botschaften auch direkt in dein Herz fließen zu lassen. Denn sonst nimmt man das doch eher wieder mit dem Verstand auf. Und das ist genau das, was die geistige Welt uns so ein bisschen mit auf den Weg gibt, dass wir ja in unsere Herzenskraft finden dürfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das Channeling anhören willst, findest du den Link zu unserer Website und zu Vimeo direkt hier in der Infobox unter diesem Video. Ja, dann viel Freude damit. Tschüss!